Duderstadt gehört für Menschen mit Handicap zu den ersten Adressen. Hier können sich Rollstuhlfahrer barrierefrei bewegen, in der Stadt, aber auch in der Natur. Über 600 Fachwerkhäuser, von der Gotik bis zur Gegenwart, prägen das in einmaliger Geschlossenheit erhaltene mittelalterliche Stadtbild Duderstadts. Das Rathaus ist eines der ältesten und schönsten Deutschlands. Das Gebäude wurde bereits zu Beginn des 14. Jahrhunderts erbaut und vereint in seltener Harmonie Baustile von der Gotik bis zur Renaissance. Rollifahrern ermöglicht ein Fahrstuhl die Besichtigung. Farbenfrohe Fachwerkfassaden säumen die kleinen Straßen und Gassen Duderstadts. Diese Zeitzeugen aus Gotik, Renaissance und Barock warten nur darauf, von ihnen entdeckt zu werden. Unverkennbares Wahrzeichen Duderstadts ist der Westerturm mit seiner schraubenartig gedrehten Spitze. Zusammen mit Warten, Wall und Stadtmauer gehört der Westerturm zum ausgeklügelten mittelalterlichen Befestigungssystem der Stadt. Die doppeltürmige St. Cyriakus-Propsteikirche, wegen ihrer Größe auch Eichsfelder Dom genannt, besticht durch ihre reichhaltige Innenausstattung. Mit dem Bau des mächtigen Westwerkes wurde bereits in der Mitte des 13. Jahrhunderts begonnen. Die Türen des Seiteneingangs öffnen sich automatisch. Duderstadt ist eine Stadt im Grünen. Von der Fußgängerzone führt der Weg barrierefrei entlang an Mauer und Wall durch ökologisch sinnvoll gestaltete Grünbereiche bis in die freie Natur. Wie ein grüner Gürtel umschließt der komplett erhaltene Ringwall die Altstadt. Die Grünanlagen sind über Rampen gut zu erreichen. Die alte Stadtmauer stammt aus dem frühen 14. Jahrhundert. Liebevoll restauriert sind auch heute noch große Teile der einst 1700 Meter langen Befestigungsanlage erlebbar.